Hallöchen Leute, da sind wir wieder mit einer Comeback-Let's Play von Minecraft. Ja, eigentlich habe ich gesagt, es gibt keine weitere Folgen mehr von Minecraft. Aber ich habe mich hier umentschieden und es wird doch wieder Minecraft geben. Ja, wir spielen diesmal ab diese Folge auf der Xbox 360. Denn das Problem ist, bei der PC-Version mit der Aufnahmeprogramm und jedes Mal spackt dann das Spiel rum und das geht irgendwann einen so auf den Keks und kannst du einfach nur noch ausflippen ohne Ende. Deswegen spielen wir ab sofort nun auf der Xbox 360. Und ja, ich wollte eigentlich am Freitag schon den Comeback Let's Play aufnehmen, aber mein Aufnahmeprogramm hat nicht mitgemacht und war dann sowas von sauer, dass ich in GTA Online Amok gefahren bin. Aber da hat dann die Aufnahme auch nicht funktioniert, wie ich das wollte, und ohne Witz, ich war einfach nur wütend und bin komplett in GTA Online Amok gefahren. Sowas ist wütend, sowas wollt... Ja, wir wollen heute an unserem Haus weitermachen. Ich hatte doch gespeichert. Oh. Stimmt. Ja, eigentlich wäre hier Aufnahme Ende. Aber leider hat das Ganze dann nicht mehr mitgemacht, die Aufnahme. Und deswegen... Ja, wir wollen hier unser Haus bauen, ne? Damit wir halt einen Neuanfang wagen in Minecraft. Komplett. Ein ganzer, kompletter Neuanfang. So, dann machen wir uns eine Truhe. Schnell. So, eine Tür. Und dann, hoch. Ja, das haben wir falsch erwischt. Und hier eine Fichtenholzstufe. Hier runter und jetzt noch eine Holztür. Klasse. Essen, Hammer. So, was mal. Nee, Hammer über. Nee, es wird eh nicht reichen für eine Spitzhacke. Dafür müssten wir extra wieder zurück in den Wald. Und ja. Ja, und dann vor allem müssten wir. So, dann graben wir schnell die Erde hier weg. So, ja, und wir müssen schnell was essen. So, okay, ist schnell. Wir brauchen schnell Essen. Da unten ist ein Schwein. Holen wir uns gleich. Oder jetzt hat. Dann holen wir Holz. Tut mir leid, Schwein, aber ich muss dich leider abschlachten. So, dann haben wir ihn geschlachtet, dann haben wir noch eine Kuh. Tut mir leid, Kuh, aber ich muss dich leider aber auch schlachten, weil ich brauche Essen. So, damit ich halt weiß, wie viel Steaks und so, also halt Rind und Schweinefleisch ich habe, habe ich es halt deshalb hier im Inventar, damit ich halt genauer weiß, wie viel ich jetzt noch habe. So, Schwein und Rind. Tut mir leid, ich muss dich leider killen. Dich auch. Ja, und ich höre irgendwo eine Spinne. Ist mir auch egal. So, unser Schwert macht langsam nochmal mit. Ja, ich habe hier noch eins. Ein Schlag jetzt noch und dann ist es im Arsch. So, dann müssen wir ihn jetzt mit der Faust schlachten. So. Nächstes Schwert. Tut mir leid, ich muss dich leider jetzt komplett schlachten. Und ja, jetzt suchen wir weiter Schwein. Nee, da ist noch Rind. Tut mir leid, Kuh, aber ich muss euch leider schlachten. Und ich brauche Essen. Da ist eine Schlucht, aber ich gehe nicht rein. Ich habe erstens
keine Kohle und zweitens muss man ja Holz suchen. Denn wir wollen ja unser Haus noch bauen. Und wir brauchen ja. Für unser Haus und allgemein für Werkzeuge und so. So, bau alles ab. Dann machen wir an so einem Haus weiter. Also, ja, stimmt, die Truhe können wir dann. Dann machen wir uns später eine Spitzhacke, dann können wir einen Ofen machen. Und später geht es dann auf Kohle. Wir brauchen ja auch Kohle für unseren Ofen. Wo bin ich jetzt gelandet? Lass mich raus. Ich will nicht in dieser Gefangenschaft bleiben. Schneebälle. Geil, wie geil ist das bitte? Was? Von wo kam das bitte her? Denke mir schon, dass irgendwo ein Skelett ist, der sich da versteckt hat. So, egal, baue alles ab. Und ja, ich wollte eigentlich die Aufnahme gestern noch auf YouTube hochladen, aber wie gesagt, die Aufnahme hat nicht das, was ich haben wollte. Und dann ich ausgeflippt und bin, wie gesagt, in GTA Online Amok. Spaß töten und nicht so aus Dreistigkeit. Ich meine, er wusste nicht, dass ich mein Name da geändert habe. Ich meine, ich habe hier zwar. So, jetzt habe ich es irgendwie schon wieder gehört, oder? So, egal. Auf jeden Fall hieß der früher Lachsknopf 19220. Aber damit der Name dann zu langweilig wurde. Let's Play auf der Xbox 360 machen. Habe ich mir gedacht, komm, du kannst einmal deinen Namen kostenlos ändern. Und habe mich dann hier halt hier wie mein Let's Play-Channel Penguin Play nennen lassen. So beeile ich, weil es wird schon Nacht. Wir brauchen schnell Holz, weiteres. Jetzt erstmal das Letzte und dann lauf so schnell wie möglich nach Hause. Mach. Stell die Truhe hin, leg alles rein, dann geh schlafen und dann mach am nächsten Tag eine Spitzhacke, weil dann können weil wir brauchen viel Kohle und außerdem Fackeln noch machen. Für Licht. So, alles klar, dann machen wir hier schon alles. Und jetzt sofort schnell heim. Oh, ich habe keinen Bock mit den anderen da anzulegen. Mit Creepers und so, ne? Springen hoch. So, da ist. Damit ich halt markiere. Hier. So, da. Hier hoch. So, an dieser Stelle, wo ich markiert habe, ist dann Kohle, wo wir dann abbauen können. So, jetzt können wir mal sprinten, weil jetzt haben wir nur noch drei Stück. Warte. Jetzt können wir sprinten, aber nochmal lang. Na, jetzt hoch. Jetzt lauf so schnell wie möglich, du kannst nach Hause. Oh mein Gott, da ist schon die Spitze.
Spinne. Die soll uns nicht abfacken. Oh nein, und da ist auch noch der Zombie. Und wir rennen so schnell wie möglich heim. Und schnell schlafen. Oh, Gott sei Dank noch rechtzeitig. Ihr könnt gar nicht mit tun. So, dann die Truhe. Haha, der Zombie. Und guckt euch das an, der verfolgt uns. Gott, Alter, macht die Tür zu. Das ganze Haus weg. Bevor der nächste Creeper kommt und alles hier auch nur wegsprengt. Dann gehen wir mal schnell. Hier, hier und da. So. Naja, jetzt habe ich es. Uff. Ah, hier. So. G-Renimal. Geht nicht. Weil wir haben ja ein. Ah, scheiße, wir brauchen schnell Essen. So. Aber erst Erde. Ich, Essen haben wir schon da. Aber wir brauchen einen Ofen, damit wir halt dann das Schweinefleisch hier. So. Nee, nur 4 reichen, hoffentlich. So, 1, 2, 3. Nee, 3. Okay, dann machen wir uns eine Spitzhacke. Zur Markierung, dann holen wir Steine und die Kohle. Dann können wir auch ein Fackeln machen. Aber in der letzten Aufnahme hätte ich nicht schon nochmal beendet, aber leider ging das nicht, weil die Aufnahme dann alles kaputt gemacht hat. So, Spitzhacke, wunderschön. So, die Erde, tun wir mal in den Inventar rein. Weil wir müssen ja auch sehen, wie viel Kohle wir jetzt abbauen. Schade, das ist dann so viel. Ich glaube, das sind nur 6 Stück, oder? Nee. Alles abbauen. Da geht's weiter, wunderbar. Bau alles ab, dann haben wir alles. So, dann hier, bau das und hier und da 9 Stück. Naja,
So, wir können jetzt einigermaßen jetzt schnell eine Fackel herstellen. So, Schneeball weg. Die Fackel können wir jetzt hier hinstellen. Wow. Da gehen wir jetzt wieder zurück. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal. So, da können wir schon mal den Stein abbauen. Und in der Zwischenzeit. Unser Essen. Beziehungsweise auch wenn wir Werkzeuge machen und so. Ja. So. Muss ich einen kleinen Schluck trinken. So. Heute gibt es mal Kiba. Und jawohl, da haben wir schon mal 14 Stück Kohle. Und ja, mal sehen, jetzt gehen wir wieder raus. Nehmen jetzt mal das ganze Holz mit, da was wir noch haben. Dieses Holz bleibt da, damit wir halt wissen, wo genau jetzt noch die Markierung ist. Gut, dass wir im Wasser reingeplanscht sind, sonst wären wir im Arsch gewesen. Warten wir mal. Option Audio. Mach mal doch Musik rein. Und Musik ganze Zeit wäre dann blöd. So. Hundertprozentig. Ich hoffe, man hört mich dann noch gescheit. So, dann gehen wir jetzt mal schnell wieder hoch und ja, da ist das Haus. Wartet. Ah, shit. 3 Stück Stein fehlt uns noch. Bauen wir hier gleich ab. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Wunderbar. Jetzt haben wir genug Material für Ofen und können jetzt halt nach Hause. Machen uns schnell was zum Essen. Steak und gebratenes Schweinefleisch. Hallo. Den Hühnchen schlachten wir mal auf. So, jetzt ein Hühnchen. Und ich habe noch ein Ei. Ich brauche das nicht. Ah, kein Küken. Mir auch. Scheiße. Ah, doch. Doch. Ein Küken. Das ist mir egal. Ist mir egal. So, dann Crafting Table, also Werkbank. Und jetzt haben wir einen Ofen. Ja, lassen wir es hier stehen. So, und dann die Kohle rein und als erstes das Schweinefleisch. Oh, ist gleich was. Ich habe eigentlich vor, so bis hierher. Müssten wir eigentlich nur noch runter und Sand holen für das Glas. Dann machen wir uns schnell wieder Holz und machen in der Zwischenzeit die Anpassung. 3 Fenster können ja auch da rein, kein Problem. So, hier. Dann machen wir hier noch und so würde es mir aus gefallen. So, wo jeweils 2 Blöcke Abstand. Okay, dann machen wir hier noch zu. Wunderbar, jetzt auch hier. Huch, das ist ein Fehler. Oh fuck, Alter, wir müssen schnell essen, Alter. Es schnell. Wunderbar, alles fertig. Es, nicht Holzbrett. Es ist ein Leben. Oh. Doch, das Holz ab. Und dann habe ich noch Setzlinge.
Wir holen uns gleich das Holz. Und so, es wird schon wieder Nacht. Der Tag geht so schnell darum. Und ja, in der Zwischenzeit legen wir mal das Rindfleisch da rein. So, alles abbauen und dann befestigen. Und ja, schaut doch eigentlich schön aus von dieser Aussicht, ne? So passt es genau. Da müssen wir halt später noch Holz holen für das Dach. Und ja, du hast einfach hier eine schöne Aussicht. Hier siehst du die Wüste, den Wald. Du wohnst hier in den Bergen. So, geh mal schnell schlafen. Danach hacken wir hier das Holz ab. Wir haben aber nicht genug Holz für eine Axt. Egal. So, dann bauen wir hier es ab. Mach daraus weiteres Holz. Setze nochmal neue Setzlinge rein. Also pflanz neue welche. Und ja, bau hier ganz Holzbrett ab. Wunderschön. Und bau alles ab. Ja, wie soll ich das jetzt genau erklären? Weil ich eigentlich habe ich es euch schon vorher erklärt, zwecks wegen der Aufnahme. So. Ah ja, stimmt. Nach der Pannenaufnahme in Minecraft, wo das Ganze dann nicht mehr geklappt hat, bin ich in GTA Online komplett ausgerastet und bin dann einfach nur noch amok gefahren. Ne? Jedenfalls haben mich auch andere Spieler getötet. Ich wollte GTA Online auch aufnehmen, aber ich habe vergessen, den Kommentarknopf zu betätigen. Und es war einfach nur ein Pechtag. Deswegen dass ich gehen musste, aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Auf jeden Fall. So, wir können sprinten. Wow, so schnell. So schnell geht's schon. Alter, ist der Wahnsinn, ey. Hier noch eins. Alter, gerade erst vorher eingepflanzt. Geht's so schnell. Alter. Wir haben gar keinen Knopf mehr benutzt, außerdem haben wir davon kein Stück. So, alles weg, dann bauen wir schnell das Haus. Warten auf die Setzlinge, die dann da schon ist. Schön, ja, wir setzen dann wieder Setzlinge, damit wir Holz abpacken können. Dann, ja. Fertig, ich warte einfach auf die Setzlinge. Und ja. Setzen wir wieder hierher. So, warten wir einfach auf die nächsten Setzlinge. Das sind schon das nächste Stück. Okay, drei Stück. So, da nochmal. Nebenan wäre dann Bullshit. Das würde hier nicht sonst wachsen. Wow, yeah. So. 24 Stück Holz. Ich glaube, jetzt kommen hier auch noch irgendwelche Setzlinge. Da ist das Küken. So. Jetzt müssten wir nach unten gehen und ja, schauen wir mal nach dem Steak. Ist fertig. Legen wir rein. Jetzt brauchen wir im Moment nichts zum Essen. Nehmen aber die Schaufel mit.
Holz lege ich auch mit rein und gehen nach unten. So, wie viele Gläser brauchen wir? 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 17 Scheiben brauchen wir. Also insgesamt 12 mal Sand. Ja, wir holen uns 12 mal Sand und können schon mal hier alles abbauen. Und ja, wunderbar, nur noch. So, alles gut. Dann rein damit und machen in der Zwischenzeit das Haus weiter. Wir nehmen die Erde und machen da in der Zwischenzeit so, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Machen wir jetzt so als Treppe, Stufe, damit wir halt hochkommen können. So schnell schon. So, dann machen wir uns schnell wieder Fichtenholz und setzen hier mal. Uch, da nicht, das ist der Fehler, was man sonst beginnt. So, alles klar, mal wieder. Wir sind Mittag. Dann hier, ne? Hier, da und nochmal hier. So, gut. Und jawohl. Aber okay, nochmal 16 Stück. So, richtig. Dann setzen wir einfach mal hier weiter. Dann da. Na, willst du jetzt? So. Dann hier noch. Okay, dann ist es fertig. So muss es aussehen. Dann müssten wir ansonsten auch Steine holen und mehr Kohle. Mehr Kohle müssen wir auf jeden Fall holen. So, schauen wir mal den Glas. Zwei Stück müssen noch fertig gemacht werden. Dann ist das auch schon fertig. Wow. Das sieht geil aus. Schaut voll wie ein Weihnachtsbaum aus. Könnte man glatt perfekt zum Weihnachten alles schmücken. So, das Glas ist fertig. Machen wir uns Glasscheiben. Machen wir noch eins. So, jetzt haben wir 32 Stück. Reicht uns eh sehr viel. Und falls uns mal der Krieg sollte, der ist zerstört. Ich könnte eigentlich jetzt theoretisch hier ein kleines Fenster machen. Weil dann können wir eine wunderschöne Aussicht. So, hier haben wir schon mal genug. Jetzt ist das Haus sicher mit Glas. Und wir sammeln jetzt, wo ist das Holzbrett? Egal. So, das restliche Holz lassen wir für Werkzeuge und so, ne? Nicht a Crafting Table, sondern so. Dann machen wir uns schnell ein paar Fackeln. Wir nehmen so zwei Schnitt, drei Stück Kohle mit. Machen uns na, jetzt hat. Fackeln. So, hier stimmt hier. 12 Stück. Nehmen die Spitzhacken mit. Und Hammer, Schwert. Ja, aber machen wir noch welche. Denn falls uns jemand abfacken möchte. So,
Stöcke, Holzbrett. So. Ich glaube so viel. So, dann schnell Schwert. Da. Okay, das restliche, die restlichen Stöcke tun wir rein. Und die, na, willst du jetzt, Alter? Das ist der Grund, was mich, nimm was zum Essen mit. Und laufen. Und wir haben hier Setzling bekommen. Such mir jetzt einfach mal die Schlucht, was wir mal gefunden haben. Was war da was gefunden? Geil. Hier ist schon in der Nähe eine Schlucht. Nee, Höhle. Da können wir. Da geht's weiter, aber wir brauchen dafür eine Schaufel. Wenn wir weiter wollen. So, wir müssen jetzt auch gleich wieder schlafen. Denn jetzt wird's wieder Nacht. Und ja, das ist wurscht jetzt. Ist mir jetzt auch völlig egal. Schnapp dir jetzt schnell Schaufel. Mach noch welche. Und ich will nur zwei. Ne, eins reicht ja. Dann machen wir jetzt die Schaufel. Ne? Ah, stimmt. Wir brauchen ja Holzbrett. So, damit wir halt. Was macht die Erde da? Tut so. Vergessen wir einfach. Wir scheißen drauf jetzt mal auf eine Nacht. Gehen jetzt in die Höhle und suchen jetzt halt nach Dings, Alter. Ich hab doch vorher die Höhle gefunden. Wo ist es jetzt? Toll, Alter. Oh nein, das habe ich befürchtet. So. Hab dich jetzt fertig gemacht. Alter, irgendwo ist doch die Höhle. Ich hab's doch gefunden. Es war doch irgendwo hier. Ohne Witz, ich hab's doch gefunden. Da war irgend so ein Loch. Drüben, oder? Das kann doch nicht sein. Man hat kaum gefunden und zack, weg ist es. Falk ist weg. Das ist weg, Teufel. Oder? Nee, oder? Da drüben, versuch mal einfach. Oh, die Creeper sind auch wieder am Start. Erstmal schnell was. Und unsere Energie hat sich wieder aufgeladen. So. Holzbrett. So. Ah, jetzt nehmen wir mal. Jetzt müssen wir mal graben. Weil ich weiß nicht, ob das überhaupt die Höhle ist, die wir gefunden haben. Nein, ist was anderes. Oh fuck. Oh shit. Oh oh. Ich soll erstmal der hat uns gesehen, Alter. Kleiner Nebenschieß, Alter. Komm, hab dich erwischt. Ohne Witz, wenn
Nee, der Creeper hat uns nicht gesehen. Aber das wird er bestimmt gleich machen. So. Jetzt sieht er uns immer noch nicht. Alter, du willst mich doch verarschen. Der Creeper war hinter mir. Mann, und ich hab's nicht gehört. Und der Creeper verfolgt uns auch wieder. Wunderbar. Lauf weg um dein Leben. Wir haben ein Schwert, aber wir brauchen einen Lauf. Spring nur um dein nutzloses Leben. Und wir stürzen. Komm her, du kleiner Noob. Du kleiner Spenger. Fuck, Alter. Hab dich erwischt. Alter, die Höhle ist weg. Toll. Super, man hat's. Ah, und das Skelett kommt jetzt auch schon wieder. Auch toll, wunderbar. Ich habe doch irgendwo die Höhle gefunden. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist. Toll. Ganz toll. Wunderbar. Ich glaube, irgendwo hier müsste es auch sein. Aha, Vorsicht, da ist ein Creeper. Der hat uns nicht gehört. Da ist noch ein Creeper. Aber der kann nicht auf unsere Seite kommen, oder? Doch. Oder ich weiß nicht. Nö. Kann er nicht. So. Gott, Vorsicht, Enderman. Schau ihn nicht in die Augen. War die Höhle dort drüben? Lol, wie können die Creeper überhaupt sich nur hier spawnen? Witzig, glaube ich, das war eine Pump. Alter, komm, ey. Du willst uns verarschen. Als Kampf fängt man wieder an, zack. Ah ja, Zombies, Alter. Ah, fuck, Alter. Das ist... Den Enderman haben wir nicht angeschaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du etwa die Armee gerufen? Ja klar, du hast deine Armee gerufen und willst mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt verarschen ohne Ende? Du Engel, du hast mich jetzt komplett verarscht. Ohne Witz, du hast dich, hab dich nicht einmal in die Augen angeschaut. Super. Jetzt sind einige... Und verpisse ich aus meinem Grundstück. So, ja, schauen wir mal von oben. So kann ich nicht
beenden oder sonst nur irgendwas. Da! Das ist ein normaler Zombie. Ich denke mir schon ein Zombie da vorne. So, lass mich jetzt. Nein! Alter, du willst mich doch verarschen, oder? Ah, Pechtag heute. Pechtag. Du halt die Fresse, Spinne, Alter. Kannst mich mal. Kreuzweise. Schnell schlafen, bevor mir auch noch. Oh. Bevor. Na gut, Leute, das war's für diese Folge von Minecraft. In der nächsten Folge werden wir alles nochmal aufbauen, wieder aufbauen. Und wir haben jetzt auch langsam keinen Platz mehr in unserem Inventar. Tour natürlich. So, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei unserem Comeback Let's Play von Minecraft. Und bis dahin, macht's gut. Also, tschüss. Ich sage jetzt mal einfach mal Peace.